Also ich würde den Raum jetzt auch noch frei halten. Wir hatten ja zum Schluss in der ersten Runde noch eine Frage. Wer war denn jetzt nicht da in der ersten Runde? Okay, es sind doch ein paar. Vielleicht nur eine Kurzzusammenfassung. Wir haben uns angeschaut im Kontext Weinbau. War die Frage im Raum gestanden, wie das denn ist mit dem Pfropfen der Rebe? Und wir haben in dem ersten Teil uns erstmal die historische Situation angeschaut. Was war da eigentlich los im 19. Jahrhundert? Welche Veränderungen haben da stattgefunden? Wir haben uns auch den Unterschied klar gemacht, was war da im Stofflichen los? Aber war da vielleicht auch eine Veränderung im Bewusstsein oder in der Hingabe der Menschen? Und mir ist auch immer wichtig, dass wir aufhören, dualistisch zu denken, sondern das spielt alles irgendwie ineinander rein. Wir haben uns dann auch angeschaut, war das wirklich so oder wie ging es los mit der Reblaus? Wir haben ja hier als Tagungsthema das Thema Tier. Und wir reden hier ja auch über den biodynamischen Weinbau, das können wir gerne in dem Raum tun. Und haben uns dann auch die Frage gestellt, welche Veränderungen waren es denn oder kann es oder war es überhaupt so, dass von außen da plötzlich ein neuer diese Reblaus kam oder kann man es nicht vielleicht auch andersrum anschauen? Und ich sage hier nicht richtig falsch, es kann auch beides so gewesen sein, aber es ist relativ klar im Weinbau, dass sich Mitte des 19. Jahrhunderts sehr viele Bedingungen verändert haben und haben sich die Bedingungen so weit verändert, dass sie plötzlich Grundlage waren, dass sich diese Reblaus stark vermehren konnte. Und daraus haben wir dann uns angeschaut, was ist daraus entstanden, in welche Richtung ging das alles und letztendlich sind wir dann dabei geendet, dass wir heute meistens es mit gepfropften Rebanlagen zu tun haben und haben uns dann auch die Frage gestellt, inwieweit muss es eigentlich so bleiben? Was ist da der Vorteil, was ist der Nachteil? Aber letztendlich ist relativ klar, dass aus einem Wesen jetzt ein Konglomerat aus zwei Wesen wurde und die Rebe, wenn sie jetzt gepfropft ist, nicht unbedingt im Gleichgewicht. Es trägt nicht unbedingt zum Gleichgewicht dieses Wesens Rebe bei. Und daraus folgt letztendlich, dass wir es mit Organismen zu tun und was vielleicht auch noch wichtig ist, eine extreme Vereinheitlichung. Also die Klonzüchtung ging los. Und die Züchtung wurde im Grunde outgesourced. Der Bauer, der Winzer ist nicht mehr sein eigener Züchter, sondern, und wir können uns, muss eine unermessliche Vielfalt gewesen sein. Allein Riesling in dem einen Moseldorf war eine unglaubliche Vielfalt. Das eine Weingut hat so gezüchtet und das andere wiederum anders. Es war wirklich dieser züchterische Blick präsent. Jeder hat Standort bezogen für sich. Der Großvater hat es dem Vater weitergegeben und dann dem Sohn. Da waren gewisse Tendenzen und das war auch von dem Mensch, ich würde anders züchten als du zum Beispiel oder anders selektionieren. Also diese menschliche Zuwendungsebene war da und die wurde outgesourced. Und wenn wir uns heute die Pflanzenproduktion anschauen, dann haben wir auf der einen Seite die Unterlagen, die im Mittelmeer hergestellt werden und dann die Europäerinnen, die in unseren Weinbaugebieten dann entstehen. Und dann letztendlich diese Frage, wo werden eigentlich die Babys hochgezogen? Ich finde, wir können da auch nachher anschauen, es ist ja interessant, zumindest in der deutschen Sprache verwenden wir dann später, was wir im Weinberg machen, das Wort Erziehung. Also wir reden tatsächlich von Reberziehung, also es hat was Pädagogisches hier. Und für mich ist es schon auch eine zentrale Frage, wenn man aus der Erziehung kommt oder aus der Erziehung des Menschen,
was tun wir da eigentlich mit unseren jungen Pflanzen oder mit unseren Kindern? Ich bin Vater von 4 Kindern. Was heißt das, den Kindern autoritär was aufzudrücken? Oder was heißt es, zu versuchen, man macht ja dauernd immer Fehler als Eltern, was heißt es aber zu versuchen, die Potenziale des Kindes zu erkennen und zu versuchen, ein Umfeld so zu gestalten, dass sie sich nach ihren Potenzialen entwickeln können. Und da müssen wir uns doch ganz klar darüber sein, was wir da in der Rebschule machen, ist nicht unbedingt beste Potenzialentwicklung. Und letztendlich haben wir es dann mit Wesen zu tun, die da irgendwie zusammengestückelt wurden, irgendwo ihre Grunderziehung genossen haben und die setzen wir dann auf unseren kargen Weinbergsboden, egal wo, und wundern uns, dass da ein Ingleichgewicht ist, eigentlich ihr Leben lang. Und wir es als Winzer dann damit zu tun haben, permanent an diesem Ingleichgewicht zu arbeiten. Das vielleicht nochmal so als Rundumschlag. Und ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern wir sind da sehr stark eingestiegen und sind in die verschiedensten Richtungen gegangen. Wie können wir jetzt als Bauern, als Winzer, als Menschen versuchen, mit dieser Situation umzugehen? Können wir vielleicht auch anders denken? Ich wurde vorhin auch darauf angesprochen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, das, was ich euch jetzt hier gerade auch erzähle, die sind so, dass wir das gar nicht dürfen. Also wenn ich euch jetzt hier erzähle, dass ihr mal wieder alle vielleicht wurzelecht pflanzt, dann habe ich das nie gesagt. Aber interessanterweise ist das auch ein relativ neues Phänomen. Ich war Betriebsleiter von einem großen Weingut, 90 Hektar in der Pfalz, in 2005 und erst 2005 kam, auch das ist eine europäische Verordnung, die dann in den nationalen Ebenen umgesetzt wurde. Also auch das ist ein relativ neues Phänomen und wir haben das einfach so schweigend hingenommen, wir Winzer. Und ich habe aber auch dargestellt im ersten Teil, dass da diese Konferenz in Frankreich war, 2019, wo auch laut überlegt wurde, von staatlicher Seite das auch wieder zu lockern. Und ich bin der Meinung, dass wir da vereint als Winzer dran arbeiten sollten, Initiativen bilden sollten, dass wir das auch wieder tun können. So, vielleicht reicht das jetzt erstmal. Und insofern, ich würde jetzt einfach eröffnen, sind hier jetzt für die, die da waren, noch Fragen? Da war ja vorhin noch so einer. Wenn du willst, kannst du die gerne nochmal wiederholen. Und ich habe irgendwie dummerweise mein Übersetzungsgerät vorhin hier liegen lassen. Liegt es hier vielleicht noch? Okay, super. Já jsem se ptala na to, že když se bavíme o přesunutí od patogeneze k salutogenezi, tak jakou roli tam hrají biodynamické preparáty, to, že podporujeme vlastně živoucí síly těch rostlin a jestli máme nějaké studie nebo příklady nebo zkušenosti, které ukazují, že takovýto dřevnatění na těch roubovaných rostlinách se mění, zlepšuje. Das mit dem Absterben des Holzes habe ich nicht so ganz verstanden. Entschuldigung, wir sind ein bisschen in Dialog. Já vůbec nejsem vinař, jo. Tak mi prosím vás někdo pomožte, co se tam v té kytce děje ve chvíli, kdy naroubujete, tak tam ukazovalo na fotkách, že tam jsou taky výrůstky, které tam nemají být, já nevím, jak se to jmenuje. Mrtvá plodivá.
Okay, also dann erkläre ich das jetzt nochmal. Das erscheint mir doch wichtig im Verständnis, diese Frage. Es geht hier allgemein darum, was ich darstellen wollte, und da wurde es am Schluss etwas knapp. Da ging es ja um die Frage von SK, und das ist eine Pilzkrankheit. Und dann habe ich dargestellt, dass alle Pflanzen haben SK, so wie ich Ihnen die schönsten Viren aus Deutschland und so weiter gerade mitbringe. Ich trage ganz viele in mir. Ich bin aber gerade nicht krank, Gott sei Dank, aber ich bringe Ihnen da ganz viel mit. Und was ich damit darstellen wollte, wenn ich jetzt Faktoren habe, wo ich müde bin, wo meine Lebenskräfte vielleicht nicht mehr so aktiv sind, dann kann es sein, dass diese Pathogene in mir vielleicht auch überhand nehmen. Und das ist eine Frage, die wir uns schon auch stellen müssen im Kontext der SK, wo wir uns klar darüber sein müssen, wir sehen, ich habe da auch drüber verwiesen, dass SK, diese Krankheit, das ist ein Schwächeparasit, die ältest beschriebene Rebkrankheit, also wird von den Römern schon beschrieben und wird stark beschrieben, dann Ende des 19. Jahrhunderts zum Zeitpunkt der Reblaus und letztendlich kurz nachdem gepropft wurde, die ersten Weinberge gepflanzt wurden, die gepfropften, da gibt es einige Berichte, wir sehen hier deutlich mehr SK. Wir reden hier vor über 100 Jahren. Und seitdem hat sich aber in der Rebpflanzgutproduktion nicht viel getan und das ist ein gleiches Phänomen für uns auch. Und wir sehen heute, man kann sagen seit 20 Jahren etwa, wieder vermehrt SK auftreten. Und für mich SK, wenn ich SK wahrnehme als Schwächeparasit, ist dann die Frage, oder man muss sich klar machen, SK ist ganz wichtig oder Pilze in der Natur sind wichtig. Wir wollen die Pilze da unten im Boden haben. Wir wollen die Pilze dafür haben, dass sie uns eben dieses harte, ligninhaltige Holz umwandeln und humifizieren, sodass das die Bodenbildeprozesse stattfinden können. Dafür sind die Pilze da. Und deswegen brauchen wir sie auch unbedingt da unten im Boden oder eben auch im Wald. Jeder Forstwirt kennt SK in- und auswendig. Ein toter Baum, da ist SK dran und macht es. Die Frage ist jetzt, was führt dazu, dass, und dann reden wir vom pathogenen Effekt von SK, dass eine lebendige Pflanze, die noch total im Leben stand, plötzlich Symptome bekommt. Also das ist tatsächlich so, dass es passieren kann, dass dann eine Pflanze relativ schnell abstirbt. Dann sehe ich die ersten Symptome und dann stirbt die ab. Die muss nicht unbedingt absterben. Und ich sehe oftmals diese Symptome dann, wenn es draußen trocken ist. Also das sind oftmals solche Phänomene, die ich sehe im Juli, August. Dann sehe ich plötzlich in meinen Weinbergen, der Stock zeigt jetzt SK-Symptome. Und dann ist für mich als ein Hinweis, bevor ich zu den Präparaten komme, ich weiß, die Frage war eine andere, ist ein erster Hinweis für mich ganz wichtig, damit diese Pflanze jetzt überleben kann. Das, was ich euch versucht habe darzustellen, ich bin müde, also kriege ich jetzt plötzlich SK oder meine Resilienzfaktoren sind nicht mehr so stark, damit ich sozusagen mich beruhigen kann oder regenerieren kann, muss man mir vielleicht auch von den Schultern etwas Last nehmen. Und da ist der erste Punkt, ist Trauben auf den Boden schneiden. Von all diesen Pflanzen. Das machen viele Winzer nicht. Weil was wird die Pflanze tun? Sie wird als allererstes dafür sorgen, dass ihre Babys überleben. Sie wird alle Kraft in die Frucht setzen. Weil es geht jetzt letztendlich ans Überleben. Das heißt, sie wird sich verausgaben, um ihre restlichen Kräfte in die Babys zu geben, in die Trauben. Das heißt, ich entlaste sie davon und kann dann eher dafür garantieren, dass sie es als ersten Schritt überleben wird.
und muss dann mir anschauen, wie kann ich jetzt endlich an den Resilienzfaktoren in meinem System Weinberg arbeiten, wenn ich da jetzt viele Pflanzen habe, die SK haben, sodass sozusagen diese Pflanzen, die scheinbar, und ich rede hier nicht im Physischen, jetzt rede ich wirklich aus dem Biodynamischen, ich rede an der Lebenskräfteebene, dass sie dort wieder gestärkt werden, dass sie dort wieder resilienter werden. Und dort gibt es ganz viele Berichte. Ich habe Ende der 90er Jahre in Montpellier studiert, in Südfrankreich. Und das war so die Phase, wo einige der guten Weingüter umgestellt haben. Und oftmals direkt von konventionell auf biodynamisch. Müssen wir jetzt nicht reingehen. Auch ein interessantes Phänomen. Aber was war oftmals zu beobachten? Man muss sich das vorstellen, das waren Weinberge, die waren komplett Herbizid abgespritzt, über Jahrzehnte. Ich habe heute noch meinen uralten Weinberg mit Reben, die über 100 Jahre alt sind, im Roussillon. Ich habe einen Teil meiner Weinbaulehre damals im Roussillon gemacht, Mitte der 90er Jahre. Damals ist man da durchgefahren und das war eine Mondlandschaft. Der Boden war Beton, es war komplett Herbizideinsatz. Und da standen ein paar Reben drauf, die irgendwie von außen zugefüttert wurden. Nur der Effekt, und ich sage gar nicht, dass man da schon die Präparate-Effekte gesehen haben, nur der Effekt, wieder mit dem Pflug zu kommen oder mit dem Grubber und einfach mal wieder nach Jahrzehnten den Boden zu belüften, Luft in den Boden zu bringen. Mineralisationsprozesse anzuregen, hat oft dazu, und was man dazu sagen muss, Ende der 90er Jahre, unglaubliches Aufkommen von SK. Und Flavescens Doré, müssen wir nicht rein. Also überall diese Schwächeparasitkrankheiten. Und meine Behauptung ist, nur dass ich einfach mal wieder gekrubbert habe, einfach mal wieder eine Bodenbearbeitung gemacht habe, waren schon die Hälfte der Symptome weg. Man hat sozusagen die Lebensprozesse und die Umwandlungsprozesse wieder eröffnet. Und dann kommt hier noch zusätzlich der Einsatz der biodynamischen Präparate, wo ich ja auch meine Doktorarbeit drüber gemacht habe. Und ich kann sagen, ja, es gibt mittlerweile auch genug peer-reviewed Papers, die uns diese Ebene zeigen. Ich habe ja eins genannt, wo es um diese epigenetischen Faktoren geht, wo es tatsächlich um diese Resilienzfaktoren geht, die in diesen Weinbergen höher war. Also es gibt durchaus, wenn das die Frage war, mittlerweile einiges an Forschung. Es ist nicht eine pure Hypothese. Ich will aber, weswegen ich so stark aushole, ist, dass ich klar machen will, und das ist auch die Grundlage des biodynamischen Anbaus, es ist nicht nur Präparateeinsatz, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, dass ich kontinuierlich an den Gesamtumkreisfaktoren arbeite und versuche, und jetzt komme ich, wir können auch hier reinmalen, ich mache das jetzt einfach mal, anstatt die Wörter, die ich hier habe, mache ich jetzt einfach da rein, Pathogenese, ich nehme die gleiche, vielleicht die hellere Farbe. Also jeder biodynamische Landwirt, jeder Landwirt als solcher. Aber das ist für mich, wenn es darum geht, was ist wirklich modern am biodynamischen? Für mich ist die Grundprinzipien des biodynamischen Anbaus sind mit das Modernste, was es gibt. Es ist für mich eine Katastrophe und da ist die Bewegung auch selber schuld dran, dass wir uns immer wieder haben in die Ecke stellen lassen, mit diesen, ja, das sind die mit den Kuhhörnern und das sind die mit dem Mondkalender.
Für mich, das, ja, das tun wir auch. Ja, wir beziehen sozusagen die natürlichen Rhythmen mit ein. Und ja, wir haben es auch mit speziellen Heilpräparaten zu tun, die sich biodynamische Präparate nennen. Aber eins der Grundprinzipien ist, dass wir verstehen lernen müssen, dass es sich um ein System handelt und ein sehr komplexes. Für mich, naturwissenschaftlich gesprochen, ist einer der ersten systemischen Ansätze, wo man wirklich versucht hat, ein Landwirtschaftssystem aufzubauen und nicht nur rein stofflich, das ist das, was ich vorhin hier hatte, zu denken, sondern dass da Interaktionen stattfinden. Und das ist der berühmte 7. Vortrag des landwirtschaftlichen Kurs. Da ist das schon alles drin. Da spricht Steiner davon, dass der Wald da oben einen Einfluss hat auf meinen Weinberg oder dass das Feuchtgebiet da hinten einen Einfluss haben kann. Da geht es ganz klar darum, oder das Zwitschern der Vögel. Also was ist da ein Unterschied? Vogelgezwitscher oder mein Fendt, der da mit einer Entlaubungsmaschine da durch meinen Weinberg fährt. Und ich fahre auch gern Fendt. Also, dass wir uns aber darüber bewusst sind. Und das Spannende ist, das habe ich versucht, vorhin, heute Morgen auch schon darzustellen, dass die Naturwissenschaft heute mit Epigenetik und Mikrobiomforschung peu à peu langsam bekommen wir auf der physisch-naturwissenschaftlichen Seite auch Erklärungsmodelle dafür, für das, was wir tun. Und jetzt komme ich zu Pathogenese und Salutogenese. Dann können wir gerne nochmal in die Fragen einsteigen. Pathein ist das Leiden und Genesis ist die Frage nach dem Ursprung des Leidens. Also wenn ich pathogenetisch vorgehe, dann frage ich mich, was ist der Schaderreger, welcher Virus, welcher Pilz, welches Insekt und was kann ich dagegen tun? Es ist die Geste. Und ich muss das teilweise auch als Bio- oder als biodynamischer Landwirt tun. Ich muss so denken, wenn ich Schwefel oder was weiß ich was spritze gegen Pilzkrankheiten. Gleichzeitig aber, und das ist für mich der große Wurf im landwirtschaftlichen Kurs und das vor 100 Jahren, kann ich salutogenetisch denken und das kommt aus der Medizin. Salus salutis ist die Gesundheit. Und Genesis, kennen wir auch wieder, ja, ist die Frage nach dem Ursprung von Gesundheit. Wie kann ich für mich, Georg, das Umfeld so gestalten, und das ist heute anders, als es vor 2 Jahren war. Und in 5 Jahren wird es wieder anders sein. Was brauche ich momentan im Seelischen, im Rhythmischen, aber auch aus meiner Physis heraus? Ich kann euch allen sagen, vor 10 Jahren war ich 20 Kilo leichter, ja. Da war ich noch richtig sportlich unterwegs. Also, ja, also was sind jetzt die Grundbedingungen gerade für mich aus dem Physischen, aus dem Rhythmischen, aus dem Seelischen, aber auch aus meiner Biografie heraus, so dass es mir gut geht? Wie kann ich als Bauer, und da ist auch das deutsche Wort Landwirtschaft wunderschön, weil wir haben im deutschen Wort, also für mich als Bauer ist die Aufgabe, wie kann ich versuchen, meine Pflanzen gesund durch die Saison zu bringen? Dann mache ich meinen Spritzplan und so. Aber will ich das? Also ich bringe euch das Extrembeispiel. Ich habe viele Apfelbauernfreunde in Südtirol, wo ich lebe, für den intensiven Obstbau.
sind Standard momentan zwischen 35 und 45 Pflanzenschutzapplikationen pro Hektar pro Jahr plus 4 Hormonanwendungen. Also für mich ist die zentrale Frage, und ich gehe nicht mit dem Finger auf meine Freunde, für mich ist die zentrale Frage, was bedeutet es, ein guter Bauer zu sein? Und habe ich es geschafft? Und aus wirtschaftlicher Sicht sind es alles gute Bauern, weil die verdienen zwischen 30.000 und 80.000 Euro netto pro Hektar pro Jahr. Damit kann man eine Familie ernähren. Aus agronomischer Sicht habe ich es geschafft, für meine Bäume, das Wesen der Bäume so zu verstehen, habe ich es geschafft, ihnen ein Umfeld so zu gestalten, dass sie aus sich heraus resilient sein können, dass sie aus sich heraus Gesundheit bilden können, wenn ich gezwungen bin, 45 Mal zu spritzen. Macht es mir Spaß in der Vegetationszeit, und es geht jetzt bald los, alle 2 Tage auf meinen 3,2 Tonnen Vario-Fan zu sitzen? Ist das für mich sinnhaft? Und das ist das Spannende meines Erachtens, was im landwirtschaftlichen Kurs angelegt ist. Salutogenese heißt, ich versuche, das Wesen des anderen so zu verstehen und das Umfeld so zu gestalten, dass Gesundheit möglich ist. Und für mich das Prozess, und egal ob das ein biodynamischer oder ein konventioneller Bauer ist, das Ziel sollte doch sein, über meine Arbeitszeit, dass, ich mache das jetzt mal so, dass dieser Bereich immer größer wird und der Bereich immer kleiner. Also wie kann ich letztendlich daran arbeiten, dass diese Resilienzfaktoren hier immer stärker zunehmen? An welchen Umweltbedingungen kann ich da arbeiten? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und das ist standortbezogen. Das ist an der Mosel anders als hier in Tschechien. Und das ist schon beim Nachbarn anders als bei mir. Das ist die große Frage der landwirtschaftlichen Individualität. Und da geht es darum zu verstehen, dass ich all diese Umkreis- und Umweltfaktoren habe. Und vielleicht, um eine kurze, banale Erklärung zu machen, wie sie im landwirtschaftlichen Kurs auch ist, wenn es um die Präparatewirkung geht. Da geht es darum, und ich war jetzt gerade von August bis November 3 Monate in Südafrika, dort sieht man noch diese extremen Anlagen teilweise, was ich euch dargestellt habe mit Südfrankreich. Ich bringe euch das vielleicht als Bild. Anlagen, wo komplett Herbizideinsatz ist. Und ich bringe euch vielleicht das auch als ein Bild. Stellt euch vor, ihr seid krank, richtig krank, plötzlich. Ihr kommt ins Krankenhaus und ihr seid nicht mehr wahrnehmungsfähig und ihr werdet irgendwie an so einen Tropf gehängt, sodass ihr physisch überlebt. Wenn ihr in so einem Zustand seid, das kennen wir ja alle, da bin ich nicht sonderlich wach und aufnahmefähig für Gespräche oder für Umweltfaktoren. Ja, ich bin irgendwie und bin darauf angewiesen, dass ich von außen Support bekomme. Und dann überlebe ich das vielleicht einigermaßen und dann geht es an die Regeneration. Und wenn wir uns solche Anlagen anschauen, für mich ist das vergleichbar, dann sehe ich Pflanzen, Reben, und wenn ich mir diese Reben anschaue, dann sind die nicht wach in der Landschaft, sondern die hängen wirklich, auch die Blätter hängen oftmals so. Ich mache das jetzt mal bewusst so. Und ich merke, die sind total abhängig von dem Outside-Input. Und die Präparatewirkung geht darum, dass wir Pflanzen haben, die aufrecht in der Landschaft stehen,
wo sozusagen über die Präparate Wirkung sämtliche Düngewirkung, und zwar sowohl der Dünger als auch der Umweltfaktoren gestärkt werden, dass ich Pflanzen habe, die letztendlich aufnahmefähig und aktiv und wach in der Landschaft stehen können und letztendlich wach und aufmerksam sein können für diese Umweltfaktoren. Geht es ein bisschen in eine Beantwortung? Also wenn ich wach bin, wenn ich aufnahmefähig bin, wenn ich hier jetzt bei dem Seminar bin und in Gespräche treten kann, dann gehe ich damit anders nach Hause, als wenn ich die ganze Zeit hier so... Entschuldigung, das gehört zum Biodynamischen dazu. Es kommt aus der Anthroposophie, der Mensch wird zur Grundlage gemacht. Ich nehme immer wieder den Menschen als Beispiel. Und wir haben, ich kann dir auch die E-Mail geben, dann kann ich dir genug Veröffentlichungen schicken. Ich mache jetzt hier aber keine PowerPoint-Präsentation. Ich möchte an diese Verständnisfragen ran. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Es sind noch Fragen. Ja. Ja mám jednu doplňujúcu otázku k tej eske ešte. Či som správne pochopil, že odporúčaš, keď sa na vrchole leta vo vinohrade na nejakej rastline objaví eska, tak ju zrezať úplne až pri zemi, nielen že zostrihať strapce, ale zrezať ju pri zemi, tak som to pochopil. Nein. Nicht im Sommer. Im Sommer geht es darum, so schnell wie möglich, sobald ich die ersten Symptome sehe, weil wenn sie Symptome zeigt, sagt sie, ich bin wirklich krank. Entlasten. Alle Trauben weg. Sie so weit zu unterstützen, dass sie die Kraft, die sie in sich trägt, für sich verwendet. Okay. Du musst dich nicht mehr um die Kinder kümmern. Die brauche ich dieses Jahr nicht. Schau nach dir selbst. Und dann kann ich diese Pflanze markieren. Das ist ein sehr guter Moment, in meinem Weinberg die Pflanze markieren, weil dann sehe ich die Symptome mit irgendeinem bunten Band und kann mir im nächsten Jahr anschauen, sind die Symptome wieder da? Muss nicht immer sein, weil im nächsten Jahr kann sein, dass sie stark genug ist und die Symptome nicht da sind. Und wenn sie da sind, dann gibt es eben die verschiedensten Methoden, zu gucken, dass ich die Pflanze auch entweder... Es gibt zwei Wege von SK. Sie geht entweder von oben nach unten. Oftmals ist dann die Frage des Schnitts. Wir machen jetzt hier heute keinen sanften Rebschnittkurs. Aber dass die, also um die Wunden, die ich von oben mache. Aber was wir oftmals vergessen, gerade wir Biobauern, ist die Verletzung, die wir uns durch unsere mechanischen Bewirtschaftungsgeräte von unten nach oben machen. Und das ist oftmals dramatisch. Also es ist ein zweiflächiger Strom und auch hier die Frage, wie kann ich gucken, dass ich, die Pflanze zeigt mir dann, das ist ja oftmals eine Einzelpflanze, ist ja nicht der ganze Weinberg. Das heißt, eine, ja, aber es kann stärker werden. Warum wird es stärker? Ist es jetzt nur der Schnitt oder die mechanische Verletzung im Unterstockbereich? Oder ist es eine alte Flurbereinigungsmaßnahme? Ja? Oder eine Feldunterschiedlichkeit, dass ich dort eine andere Bodenauflage habe als links hinten? Dass ich dadurch gerade in diesen extremen Wetterereignissen, wie wir sie die letzten Jahre haben, sehe ich ein verstärktes Auftreten, weil... Es kann oft auch damit zusammenhängen, dass ich einen kalten Frühling hatte. Nicht nur der heiße, super trockene Sommer.
oder diese Temperaturschwankungen, wie wir sie teilweise im Frühjahr haben, wo die Pflanze dann teilweise nicht mehr mitkommt. Also wo ist die Schwächung gewesen? Und wie kann ich als Bauer, als Winzer über Präparateeinsatz, über Begrünungsmanagement, über den Kontakt zum Tier, ich bin da ganz streng, die Präsenz des Tieres ist oftmals unglaublich wichtig, das wissen wir für Bodenbildeprozesse, aber allgemein für Salutogeneseprozesse. Es geht nicht nur um das, was da hinten rauskommt, sondern es geht viel auch um diese seelische Präsenz des Tieres. Also wie kann ich sozusagen an all diesen Faktoren arbeiten, um letztendlich wieder an dieser, ja, um versuchen in meinem Weinberg eine Stärkung hinzukriegen oder eine, an diesen Punkten arbeiten. Und da gibt es viele. Was, wenn wir uns die Entwicklung der letzten 2-3 Jahre anschauen, was ist das Maß? Was kann ich gerade leisten unter diesen Bedingungen? Kann ich überhaupt noch 6 Tonnen da rausholen oder 8 Tonnen oder 10 Tonnen? Oder muss ich in dem Jahr mal gucken, dass ich da reduziere? Und zwar nicht nur wegen der Weinqualität, sondern wegen der Resilienzfrage meiner Pflanze. Inwieweit verstehe ich das? Aber natürlich auch wegen der Weinqualität. Das wissen wir alle. Da war das letzte Jahr ein wunderbares Beispiel dafür. Ďakujem. Noch was? A ešte mám doplňujúcu otázku aj k tej prvej téme, keď sme sa bavili o zakladaní vinohradov, respektíve o výsadbovom materiáli, tak intelektuálne je to perfektná téma, ale zaujíma ma pragmaticky, či ja ako vinohradník, keď idem založiť nový vinohrad, ako môžem na základe týchto úvah zmeniť spôsob, ako ten vinohrad zakladám tak, aby som ho spravil lepším. Lebo toto bolo pomenovanie stavu, ktorý asi nie je dobrý a dlhodobo vieme s tým niečo robiť, ale či viem spraviť niečo dnes, keď idem založiť tú novú vinicu? Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dann geht es um die Vorbereitung des Feldes vor einer Pflanzung. Nie. mám na mysli práve tie štepy. Podpníky a štepy a výsadbový materiál, pestrosť výsadbového materiálu a spôsob, akým je výsadbový materiál pripravený. Also, um es noch mal richtig zu verstehen, der Kindergarten, was passiert da in der Rebschule? Da hast du ja momentan keinen Einfluss drauf. Oder ist deine Frage, kann ich auch wurzelecht pflanzen? Skôr som myslel, že či existujú vinné škôlky, ktoré pristupujú k tomu inak? Ja. Es gibt ein paar. Nicht viele. Es ist ein wahnsinniger wirtschaftlicher Druck auf den Rebschulen.
und von den Winzern auch relativ wenig Verständnis, was es eigentlich bedeutet, an Arbeit das zu tun, was die tun. Aber es gibt welche, die versuchen, da anders zu arbeiten. Es gibt in Italien ein paar und es gibt in Frankreich ein paar, die auch das mit Erfolg machen. Also das geht ja wirklich um die Pflanzgutherstellung. Ne? Und mir ist da wichtig, vielleicht als Fragestellung, wir haben das outgesourced. Und das habe ich versucht, heute Morgen darzustellen. Was heißt es denn, wenn ich Pflanzen habe, die sich adaptiert haben an deinem Weinberg? Was heißt es, wenn du dahin gehst mit Hingabe und Bewusstsein und sagst, die Pflanze, die will ich weiter vermehren? Was heißt es, wenn ich von der Pflanze, du selber das machst? Ich gehe jetzt sehr romantisierend an die Sache ran, ich weiß. Aber das ist eine andere Ebene. Und das ist jetzt nicht nur, ich rede viel auf der seelischen Ebene, ich weiß, ich mache das auch ganz bewusst, aber das können wir alles naturwissenschaftlich auch wunderbar darlegen. Die Adaptionsfähigkeit der Pflanzen ist eine Realität und es ist nicht nur über den Samenprozess, sondern auch über den Cambium-Prozess. Das heißt, dieses Konglomerat aus Jungpflanzen, was ich von irgendwoher habe, ist nicht unbedingt adaptiert. Das heißt, ich kann da anders agieren. Und ich kann als einen Zwischenschritt vielleicht auch mit dem Rebveredler meines Vertrauens eine Beziehungsebene aufbauen. Ich kann in Dialog treten. Ich kann ihn vielleicht, das nennen wir Selektion Masal, mein Holz schicken. Ich kann aber noch einen Schritt weiter gehen und meinen Kindern, die in dem Kindergarten, den ich ausgesucht habe, für meine Kinder großgezogen werden, mal Hallo sagen. Wie geht's euch denn? Behandelt er euch gut? Vielleicht komme ich noch mit dem biodynamischen Präparat und spritze es rüber. Kannst du mir folgen? Also ich knall euch jetzt zu. Ja, es geht viel um diese Beziehungsebene. Und es gibt für mich da kein so oder so. Es gibt immer überall Mittelwege und Versuche, wie ich das machen kann. Das ist kein offizieller Versuch, den wir gemacht haben. Aber es gibt eine Rebschule, und da nenne ich auch den Namen, Christoph Hebinger im Elsass. Mit Christoph verbindet mich eine freundschaftliche Beziehung. Und Christoph seit vielen, vielen Jahren, er hat sich nie, Gott sei Dank, nie biozertifizieren lassen. Das gibt's auch noch gar nicht in der Rebschule. Es wird jetzt gerade erarbeitet. Aber er hat seit vielen Jahren nicht mehr konventionell gearbeitet und wir haben in Geisenheim letztes Jahr ein neues Versuchsfeld angelegt, einen neuen Systemvergleich, konventionell, bio und biodynamisch nebeneinander. Und ich musste mich durchsetzen, es war nicht leicht in Geisenheim mit den Kollegen, aber ich konnte mich durchsetzen und habe gesagt, ich möchte, wenn wir einen neuen Versuch anlegen, dass die Babys oder meine Kleinkinder schon im Kindergarten unterschiedlich aufgezogen wurden. Das heißt, ich habe Christoph gefragt, ob er in der Lage ist, sich mal wieder von Rebschulkollegen konventionelle Pflanzenschutzmittel zu holen, damit er uns für uns konventionell auf dem gleichen Standort nebeneinander konventionelle, bio- und biodynamisch hergestellte Pflanzen produzieren kann. Und das hat er gemacht. Und dann war es das Jahr 2021. Eine Katastrophe. Elsass, riesengroße Verluste durch Peronospora.
Und irgendwann habe ich einen Anruf gehabt von Christoph im Juli irgendwann, wo er am Telefon fast geweint hat und gesagt hat, Georg, ich musste jetzt auf den Druck auch von meinen Mitarbeitern und so weiter die Entscheidung treffen, ich habe jetzt überall systemische Pflanzenschutzmittel eingesetzt, um zu retten, was zu retten ist. Das Spannende war, ich gebe euch das jetzt als eine Erzählung, weil ich da voll drinne bin. Das Spannende war, nebendran ist eine Rebschule, die nur konventionell gearbeitet hatte. Totalausfall. Die vier Felder, wo er seine Jungpflanzen hochgezogen hatte, hatten alle Peronospora, aber sie waren noch alle präsent. Der Geisenheimer Versuch war auch präsent. Es war ein bisschen blöd für uns, aber so war es halt. Und dann sind wir da rein. Aber immerhin bis Juli wurden diese Pflanzen unterschiedlich behandelt. Und wenn wir dann im September dahin sind, dann war es unglaublich toll zu sehen. Und ich erzähle euch jetzt Phänomene. Konventionell stand, alle hatten Perobefall, aber man konnte Pflanzgut draus machen. Konventionell stand unordentlich nach oben. Und wir waren drei Forscher aus Geisenheim, davon mein Kollege, der Fachgebietsleiter, der nicht unbedingt im Bio- oder Biodynamischen unterwegs ist. Und wir haben alle drei unabhängig beobachtet, das haben wir uns vorgenommen, und haben dann unabhängig aufgeschrieben und erst dann später ausgetauscht. Und interessanterweise ähnliche Beobachtungen. Bioorganisch, deutlich schwächer im Auswuchs. Gott sei Dank habe ich eine Kollegin, die ist Frau, die hat nicht gesagt schwächer. Was hat sie gesagt? Die Yvette, das war ein wunderschönes Wort. Fällt mir gleich ein. Ja, sie sind softer oder wie auch immer. Und die biodynamischen waren auch eher in der Wuchskraft nach oben gerichtet, aber deutlich geordneter. Und dann war der spannende Moment im November, als dann die Pflanzen aus dem Boden genommen wurden. Normalerweise passiert es maschinell und wir haben Christoph extra gefragt, dass er uns zur Beobachtung einige Pflanzen von Hand rausholt, sodass wir die gesamten Wurzeln sehen können und nicht das Abgeschnittene. Und dann ging es los. Auch hier sanfter. War bei den Bios, der Kommentar meiner Kollegen. Ich fand es wunderschön. Und dann deutlich, also diese aufrichte Kraft, die wir draußen gesehen haben, die haben wir auch drunten gesehen und wir hatten eine deutlich höhere Dreidimensionalität in der biodynamischen Variante, was das Wurzelwachstum anbelangt. Und im konventionellen auch ein relativ gutes Wurzelwachstum. Und auch im biologisch-organischen etwas sanfter. Und das ist jetzt kein offizielles Forschungsergebnis, deswegen gehen wir damit auch nicht hausieren, weil es ging uns nur darum, wir wollen die unterschiedlich produziert haben. Und jetzt, was heißt es denn, wenn das Kind am Anfang etwas sanfter ist? Also jetzt geht es darum, sich das anzuschauen, was passiert da jetzt über die Jahre. Oder gleichen die das auch nochmal aus. Aber die Unterschiede waren relativ klar ersichtlich. Mir geht es hier auch jetzt nicht in dem Bericht, wie ich euch hier erzähle, das war besser oder das war schlechter. Was ich euch mit dieser Erzählung sagen will, wir konnten die Unterschiede sehen in einem landwirtschaftlichen Feld mitten in der Rheinebene im Elsass, umgeben von riesenhohen Maisfeldern,
Weil das ist das, wo die Rebschulen im Wechsel mit konventionellen Maisbauern ihre Felder bekommen. Also da war nichts mit einem perfekten biodynamischen Betrieb, mit tollsten, was weiß ich, Umwelt- und Umkreisfaktoren. Das war mitten in der konventionellsten Landwirtschaft auf einem Feld, wo wir einfach unterschiedlich vorgegangen sind und wir konnten sofort die Symptome sehen. Also man kann, ich bringe euch das einfach aus, und das ist jetzt nicht eine Forscher, sondern das ist für mich eine Praktikererfahrung, ich kann es sehr schnell sehen. Und für mich jetzt als Forscher heißt es, wir müssen dringend Forschung machen. Wir müssen dringend einen randomisierten Versuch machen, wo wir richtig voll da reingehen. Und wir haben auch Gott sei Dank mit der Uni Witzenhausen schon eine Idee und eine Doktorarbeit und ein Projekt, wo wir da reingehen wollen. Weil wir pennen da, wir Winzer, wir schlafen. Wir haben, was die Rebpflanzgutherstellung anbelangt, wir akzeptieren die ganze Zeit, dass da irgendwie eine Standardnummer läuft. Und ich finde, das ging jetzt mal die letzten 100 Jahre gut, aber so langsam können wir mal wieder aufwachen. Vor allem wir Bios und Biodynamiker. Oh, jetzt habe ich schon überzogen. Sind noch Fragen, ganz dringliche oder... Myslím, že máme čas ještě na poslední otázku. To bude spíš taková osobní otázka. Já jsem se chtěl zeptat, jak se biodynamické vinařství staví k vermikompostu, případně jestli existují nějaké studie, kde bych mohl nalézt nějaké srovnání. Já sám jako vermikompost vyrábím, tak spíš krátce bych nezdržoval ostatní. Děkuju. Kompost ist einer der wesentlichen Bestandteile der biodynamischen Landwirtschaft. Oder war es schon immer? Es gab in der Theorie, in der biodynamischen, meines Erachtens einen Fehler, der oftmals gemacht wurde, weil irgendwo mal in einer Übersetzung des landwirtschaftlichen Kurses vom Mistkompost geredet wurde. Das heißt, über Jahrzehnte haben irgendwelche Biodynamiker nur Mistkompost gemacht. Wenn man aber den landwirtschaftlichen Kurs ernsthaft und eng liest, dann spricht er zum Beispiel für den Obstbau davon, dass wir da eher Pflanzenkompost nehmen. Also da könnte man jetzt stundenlang einsteigen. Das ist schon, da ist Steiner schon, wenn man es genau liest und sich genau anschaut, der ist ja schon richtig präzise und geht auf die unterschiedlichen Kulturen ein. Und innerhalb der biodynamischen Bewegung geht es in alle Richtungen. Es gibt die Vertreter, die sagen, wir wollen den Kompost übers Jahr ruhen lassen und über die Heißphase und die Pilzphase und dann die Wurmphase durchgehen lassen und wollen die kosmischen Einwirkungen und so weiter. Es gibt aber genauso Vertreter, die mit dem CMC-Verfahren oder was auch ich immer da arbeiten. Es geht in alle Richtungen und ist ein wichtiger Bestandteil für mich, auch ein wichtiger Bestandteil eines Hoforganismus. Ich muss einfach nur schauen, wie kriege ich sozusagen, und hier, da ist Agroforst, wo ist meine Kohlenstoffquelle? Wie kriege ich, wenn ich jetzt hier von Bäumen rede oder von Hecken rede, dann ist das für mich nicht nur irgendwie eine Biodiversitätsfläche, sondern wie kann ich vor allem als Weinbaubetrieb mal schauen, für mich ist wichtig, dass wir diese Flächen als Frucht sehen oder Crop im Englischen. Eine Hecke ist für mich eine Frucht. Die kann ich ernten. Das heißt nicht, dass ich radikal jedes Jahr die ganze Hecke platt mache. Ich kann ja mal 5% hier und 10% dort holen. Oder ich habe innerhalb meiner Hecke schnell wachsende Hölzer stehen oder wie auch immer. Und wie kann ich dann innerhalb von Dorfgemeinden, das braucht ja nicht jeder irgendwie so einen Kompostschredder. Also wie kriege ich da irgendwie auch Gemeinschaftsarbeit hin und so weiter? Da könnten wir jetzt stundenlang einsteigen. Aber ja, Kompost ist ein wichtiger Bestandteil und auch meines Erachtens nicht dogmatisch, sondern das sind alle Möglichkeiten und alle Verfahren sind präsent. Kompost-Tee, wenn man international unterwegs ist, es geht in alle Richtungen.
Und wir haben im Biodynamischen die sogenannten Kompostpräparate, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Vielleicht. I'm just curious from ja som zvedavý sam za seba. The gentleman was pardon. Pán sa pýtal na vermi kompost, na špecifický typ kompostu vermi. Auch das gibt's. Ja. Auch da gibt's einige Betriebe, die damit arbeiten, ja. Ja, gibt es. Also ich kenne einige Betriebe, die mit Wurmkompost arbeiten. Und finde es auch eine spannende Sache. Unbedingt. Also international ist es präsent, ist kein Widerspruch im Biodynamischen und gibt's, es gibt Betriebe, auch die maschinell mit verschiedenen Systemen, ob ich von oben zufüttere oder wie auch immer, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Aber ich mache jetzt keine Wurmkompost-Vorlesung oder wie auch immer. Poslední otázka, potom už musíme končit. Já se ještě teda chci zeptat. Martin Hutář jednou prohlásil, musíš dávat pozor, co dáváš do systému. Existují určité preparáty, které se teďka rozmáhají, kde jsou buď to konce nějakého procesu z bakterie, nebo přímo živé bakterie. Je možný s tím pracovat v biodynamickém zemědělství? Ja, man kann. Für mich gibt es da keine Nein. Aber ich habe, wenn wir jetzt zum Beispiel über EM oder ich nenne das jetzt mal, weil das ist bekannt, effektive Mikroorganismen. Was mich an biodynamisch begeistert, ist die volle Transparenz. Und dass sämtliche Rezepte total offen sind. Und dass ich in der Lage bin, wenn ich diese Prozesse verstehe, die da veranlagt sind, dass ich selber in der Lage bin, das zu tun. Was mich an vielen dieser Präparate stört, ist, dass da immer ein Geheimnis ist. Dass da immer irgendein Faktor ist, wo ich nicht weiß, was es ist. Das ist der einzige Grund, der mich stört. Wenn da die Transparenz wäre, why not? Und ich habe auch EM schon selber eingesetzt. Aber ich verstehe deine Frage. Und ich habe genauso gut mit vielen Leuten in der Kompost-Tee-Bewegung gearbeitet. Und Kompost-Tee heißt ganz präzise Kompostführung in, es ist ein Unterschied, ob ich den Kompost so führe und eher ins bakterielle Niveau einsteige oder ob ich den Kompost so führe und eher ins pilzliche Niveau einsteige. Dafür gibt es genug Rezepte. Und die Grundidee des biodynamischen Anbaus, Martin von Mackensen hat es vorhin ja auch dargestellt, ist der Hoforganismusgedanke. Das heißt, das Ideal des biodynamischen Betriebes ist so, dass ich versuche, mir meinen Betriebskreislauf so aufzubauen. Und zwar aus den verschiedenen Landschaftsfaktoren, darüber haben wir jetzt viel gesprochen, aus den tierischen Elementen, aus dem pflanzlichen, sodass ich letztendlich so unabhängig wie möglich bin. Und bei Steiner ist es in der Theorie zumindest so, dass alles, was von außen kommt, schon mir zeigt, dass was in meinem System nicht 100% funktioniert, was nicht heißt, dass ich das nicht tun darf. Aber wenn ich das tue, muss ich mir klar sein, dass ich vielleicht versuche, das System so zu entwickeln, dass ich in Zukunft das nicht mehr reinholen muss. Also diese Unabhängigkeit, das heißt aber nicht, dass ich hier à la Trump keinen Kontakt zur Außenwelt mehr habe, ist völlig normal. Und ab und an hole ich mir auch was rein. Aber das Idealbild, und es ist doch uns klar, dass ich im Boden auch, wenn ich meine eigenen Mikroorganismen habe
oder die weiter vermehrt, dann haben die natürlich standortbezogen schon Vorteile. Und der größte Quatsch, das ist auch, sorry, teilweise, ich weiß zumindest in Südafrika, wenn ich da in vielen konventionellen, regenerativen oder wie auch immer Betrieben unterwegs war, dann werden mir die tollsten Heilpräparate versprochen mit irgendwelchen Supermikroorganismen oder Bakterien und dann knalle ich die auf den toten, harten Boden. Ja, wo ist denn das Milieu, dass die auch nur ansatzweise eine Chance haben? Aber das ist jetzt ein längeres Bild. Aber die Grundsatzfrage, aber ist für mich nicht, das Wichtige ist für mich nicht dogmatisch. Ich sage nicht nein, ich sage ja, aber ich muss mir bewusst sein, was ich tue und wie kriege ich sozusagen mein System so gestaltet, dass ich möglichst unabhängig werde. Und wenn ich es für den Prozess brauche, dass ich unabhängig werde, dann ist es für mich okay, dass ich auch erstmal mit sowas anfange. Aber immer aus dem Purpose heraus. Das Ziel ist was anderes. Ich bin heute noch nicht so weit, also hole ich mir das noch, aber nicht die nächsten 20 Jahre. Danke.